Diese Kutsche hat ein schreckliches Ziel. Hey, letzter! Platz zur Seite weg hier! Auf sie wartet das Grauen. Die Toten finden keine Ruhe in ihren Gräbern. Dunkle, geheimnisvolle Kräfte verwandeln sie in lebende Leichen. Niemand kann sich der Magie entziehen, dem Aberglauben und der Angst. Sogar Sir James Forbes, ein nüchterner Wissenschaftler, sieht sich gezwungen, die unglaublichen Ereignisse als Tatsachen hinzunehmen. Auch der junge Martinus behauptet, er habe einen wandernden Leichnam am Bergwerk gesehen. Er schwört hoch und heilig, dass es sein Bruder war. Wir wissen aber, dass der tot ist. Und außerdem wissen wir, dass er nicht mehr in seinem Sarg lag. Irgendjemand in diesem Dorf muss ihn also verhext haben. Dieser lebende Leichnam irrt als Geist umher. Ohne eigenen Willen. Männer terrorisieren diesen Ort brutal und rücksichtslos. Sie sind nicht nur auf der Jagd nach Tieren, auch Menschen sind ihre Opfer. Als Sylvia Forbes Clive Hamilton hasste, war es gefährlich. Als sie ihn liebte, war es tödlich.